Ich führe Sie jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, in eine andere Welt. Bei uns geht es um lauter kleine Unternehmen, bei uns geht es um Gründer und Gründerinnen von Unternehmen, also auch noch nicht gegründete Unternehmen. Und ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, ein paar Beispiele bringen, und um Ihnen darzustellen, wie unsere Welt ausschaut. Ist ein Unternehmen, dessen Gesellschafter die Universität Wien, die Technische Universität Wien und das ZIT ist, also eine Kooperation der großen Einrichtungen in Wien. Die Zielsetzung ist, einerseits mehr Gründungen aus dem akademischen Bereich heraus zu unterstützen und zu forcieren und zu motivieren, und zum anderen auch natürlich deren Erfolgswahrscheinlichkeiten zu stärken. Unsere Mission ist also, Gründern und Gründerinnen dabei zu helfen, ihr Unternehmen erfolgreich aufzubauen. Und ein paar erfolgreiche Beispiele werde ich Ihnen noch geben. Ein sehr erfolgreiches Beispiel haben Sie vielleicht auf der Kapsel vom Herrn beim Stratus-Projekt von Herrn Baumgartner gesehen. Das ist die UbiMed, die war eines von 4 Logos auf dieser Kapsel. Das war ein Unternehmen, das eines unserer ältesten Unternehmen ist und das wir in ihren ersten Schritten ganz zu Beginn unterstützt haben. INITS ist ein A+B-Zentrum. A+B ist ein Programm des BMFIT, gemanagt von der FFG, und zielt, ist eines der Infrastrukturprogramme, ähnlich dem K+ zum Beispiel. Und die Zielsetzung ist eben vermehrt aus dem akademischen Bereich von Akademikerinnen akademische Forschungsergebnisse und Technologieentwicklungen in Start-ups zu verwerten. Es gibt derzeit 8 Zentren in ganz Österreich verteilt. In Summe haben wir fast 2000 Arbeitsplätze in diesen Start-ups geschaffen. Es gibt 350 neu gegründete Unternehmen. Das ist weniger als die Zahl der Projekte, die wir betreuen, weil wir eben in einer sehr frühen Phase unterwegs sind und zu uns in der Regel Gründer und Gründerinnen kommen, die noch kein Unternehmen haben. Also es sind eine ganze Menge mehr an Projekten, die wir betreut haben. Das sind die 8 Zentren. Es gibt in jedem Bundesland eines, mit der Ausnahme von Vorarlberg und Burgenland. Dafür gibt es in der Steiermark 2, nämlich rund um die Universitäten in Graz und um die Montanuniversität in Leoben, ein extra Zentrum. Und von der Verteilung her, und deshalb gehen wir auch ein bisschen in eine andere Welt, jetzt das Podium davor, da ging es um IT, Technologien und Sicherheit. Das macht zwar einen relativ großen Anteil an den von uns unterstützten Projekten, Startups aus, es ist aber bei weitem nicht alles, weil unsere Aufgabe ja ist, aus jeder Wissenschaft heraus Startups zu unterstützen und so zur Verwertung von Forschungsergebnissen beizutragen. Ich selber habe mit IT auch relativ wenig am Hut. Ich komme aus der Molekularbiologie und deshalb ist es Life Science ist meine eigentliche Domäne, also alles, was Biotechnologie, Medizintechnik und Bioinformatik anbelangt. INITS unterstützt Akademiker in jeder Kategorie. Es war gerade vorher die Frage, Studierende, nicht ausschließlich nur Studierende, auch Alumni, Absolventen von Universitäten, Personen, die bereits Industrieerfahrung gemacht haben, jedenfalls Personen mit einem akademischen Hintergrund, die eine Geschäftsidee haben, die innovativ ist einerseits, also keine MeToo-Produkte oder Dienstleistungen, sondern ganz was Neues und andererseits wachstumsorientiert sind, also Unternehmen, die qualitativ hochwertige Arbeitsplätze schaffen können. Unsere Dienstleistung setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Elementen. Das eine, was viele von den Gründern und Gründerinnen als erstes sehen, ist einmal Kapital. Ja.
Hier geben wir den Startups, den Gründerinnen relativ wenig, vor allem im Vergleich dazu, was sie üblicherweise wirklich zum Erfolg brauchen, um wirklich Produkte auf den Markt zu bringen. Gerade in der Life Science ist wieder meine Domäne, da brauchen sie ja hunderte Millionen Euro, um überhaupt irgendwo hinzukommen, einmal ein Produkt wirklich am Markt zu haben, weil einfach die Entwicklungszeiten so enorm aufwendig sind. Aber wir helfen ihnen auch beim Kapital aufstellen und da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfolge. Im Vergleich zum Beispiel von A plus B gesamt haben wir in unseren Startups, die Iniz selber betreut hat, 50% aller sonstigen zusätzlichen öffentlichen Förderungen, die in die Unternehmen eingeflossen sind, zusätzlich zu dem Geld, das Iniz ihnen gibt, und 70% an Privatkapital, und dann kommen hinterher nochmal genauere Zahlen. Also da geben wir ein bisschen Geld, um die ersten Schritte zu finanzieren und helfen dann aber vor allem beim Aufstellen eines Geschäftsmodells, eines Teams, eines Unternehmens, das für weitere Investoren jetzt sowohl öffentliche als auch private interessant sind. Wir helfen ihnen bei allem, was die Gründer und Gründerinnen so quält, mit Know-how, stehen ihnen zur Seite. Das ist natürlich, einen Teil können wir intern abdecken, aber es geht einfach nicht alles. Wir können nicht alles können. Den Rest an Expertise, wenn es um ganz spezielle Bereiche geht, wie zum Beispiel IT-Sicherheit oder Rechtsanwälte oder Patentanwälte, da arbeiten wir einfach mit einem Netzwerk von externen Partnern. Zusätzlich dazu sind die allermeisten der Akademiker natürlich Naturwissenschaftler oder Ingenieure oder Mediziner, die in ihrer Ausbildung relativ wenig Business-Know-how hatten und bis dato noch keine Chance hatten, das aufzubauen. Und dort versuchen wir mit Trainings und Workshops Hand anzulegen und von Business Basics bis hin zu Verhandlungstraining, bis hin zum Pitch-Training, wie präsentiere ich vor Investoren, den Gründern dort unter die Arme zu greifen. Wir haben auch Büroräumlichkeiten, also Office Space, das ist Iniz, sowohl Iniz, wir nebenan, ja, neben den Consultant-Räumlichkeiten haben wir für 6 Startup-Teams Platz. Wir nutzen auch das Frequentis-Gründerzentrum, das eigentlich fast zur Gänze durch Iniz-Teams gefüllt ist und können so den Gründern und Gründerinnen einfach mal einen Platz geben, wo sie losstarten können, wo sie losarbeiten können, ohne eine monatliche Miete von vornherein schon einmal zu riskieren. Und last but not least und am Ende des Tages aber eines der wichtigsten Elemente, wenn man die Gründer und Gründerinnen hinterher fragt, ist das Riesennetzwerk, das wir über die 10 Jahre aufgebaut haben, sowohl zu öffentlichen Förderungen, Kapitalgebern im weitesten Sinne, Venture-Kapital, Business Angel, als auch Experten zu allen möglichen Themen, ob das jetzt Regulatory Affairs in der Biotechnologie oder pharmazeutischen Industrie ist oder Patentanwälte oder sonst etwas. Was wir ihnen auch bieten können, ist Unterstützung beim Aufbau des Teams, das im Unternehmen arbeitet. Auch über das Netzwerk, über unsere Kommunikationskanäle können unsere Startups ihre offenen Posten sozusagen kommunizieren und damit auf ein Startup-interessiertes Publikum zugreifen, wo unter Umständen das eine oder andere Mal binnen 2 Tagen, zum Beispiel, das war unser Rekord, binnen 2 Tagen war eine Person gefunden, die genau darauf gepasst hat, was da gesucht wurde. Prozessseitig versuchen wir nochmal in einem ersten Gespräch herauszufinden, worum geht es in dieser Geschäftsidee, wo steht das Team derzeit, teamseitig, sind sie komplett, wo ist die Technologieentwicklung, was muss noch gemacht werden, wie viel Kapital wird da gebraucht, und helfen ihnen, das dann strukturiert in ein erstes Geschäftskonzept einzuarbeiten, beginnen da vor allem bei den Elementen Value Proposition, in der Regel der kritischste Punkt an der Geschäftsidee, und aufbauenden Geschäftsmodell. Und das wird einem externen Gremium vorgestellt. Das sind lauter Leute, die selber schon gegründet haben, die Investoren sind und deshalb viele Geschäftsideen schon gesehen haben,
aus unterschiedlichen Technologie-Industriebereichen kommen. Dadurch, dass wir so breit aufgestellt sein müssen und eigentlich von der Mathematik über die Botaniker bis zum App-Programmierer alles abdecken müssen, brauchen wir einfach Expertise, die relativ breit ist in unserem Gremium. Und die helfen uns bei der Auswahl der Projekte. Das ist so dieser Checkpoint, der erste, wo aber nicht nur gecheckt wird, ob die Projekte auch wirklich tragfähig sind und Zukunftsaussichten haben, sondern wo die Teams auch Input kriegen von diesen Personen, die immer ebenfalls auf ein breites Netzwerk zurückgreifen können und in ihrem Leben schon viele Unternehmen und Geschäftsideen gesehen haben. Und ab dann geht ein noch viel intensiverer Prozess los, der über 1,5 bis 2 Jahre läuft, wo wir für die Teams für jede Frage zur Verfügung stehen. Ja. Egal, ob das bei der Gewerbeanmeldung ist, was ist überhaupt notwendig, ob das die tatsächliche Firmengründung ist, ob das wirklich das Ausarbeiten des Geschäftskonzepts in einen investierbaren Businessplan ist, ob das der Zugang zu Finanzgebern ist, ob das die Patentanmeldung ist, was auch immer. Und wir sind sozusagen als Coach immer da für die Teams, um egal bei welchen Fragen zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen. Wie gesagt, vieles können wir intern abdecken, aber noch viel mehr braucht ein externes Netzwerk, auf das wir da zurückgreifen. Und zum Schluss, nach diesen 1,5, 2 Jahren, entlassen wir sie sozusagen in die freie Wildbahn, wo sie dann aus unserer Sicht gehfähig sein sollten. Also das ist unsere Mission. Wir wollen, dass sie nach dieser Betreuungszeit der Inits sowohl genügend Kapital haben, als auch teamseitig adäquat aufgestellt sind, als auch die Technologie in einer Form schon da ist, dass man daran weiterarbeiten kann und das Unternehmen halt so quasi nachhaltig weiter wachsen kann. Und wir sind natürlich auch für die Alumnis immer wieder stehen wir zur Verfügung, dadurch, dass wir beim Antragstellen von öffentlichen Förderungen sehr viel Erfahrung haben, dass Zugang zum Privatkapital auch immer ein Thema ist, das eher in der Alumni-Phase kommt, als während diesen 1,5 Jahren Inkubationsphase, sind das die Elemente, bei denen wir den Teams immer wieder mal Unterstützung leisten. Hier noch einmal ein paar Zahlen zu diesem Ablauf. Wir sehen im Jahr 130, 140 Geschäftsideen, über die wir mal diskutieren, die wir uns einmal anhören, wo wir auch Feedback geben. Und von diesen 140 kommen ungefähr 30, 40 in eine Phase, wo wir sie bei der Definition der Value Proposition und des Geschäftsmodells unterstützen, wo wir Marktrecherchen machen, wo wir zum Beispiel auch Freedom to Operate Recherchen machen, also Patentrecherchen schauen, gibt es da etwas, was man verletzen könnte, einerseits und andererseits auch, gibt es in der Technologie etwas, was man schützen könnte. Und das sind die Elemente, die sozusagen in diesem blauen Bereich passieren, wo 100 bis 30 Projekte in den Genuss kommen, der Initz-Unterstützung. Während der Inkubationsphase sind es ungefähr 12 bis 15 im Jahr und natürlich nach hinten hinaus wollen wir, dass möglichst viele dieser Projekte erfolgreich sein, also deshalb geht es auch gerade weiter. Faktisch gibt es ungefähr 80% der Projekte, die wir betreut haben oder noch betreuen, gibt es noch, entweder schon als gegründetes oder noch als gegründetes Unternehmen. Dann gibt es auch ein paar so, wo wir sagen, naja, das ist gerade zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum wirklich Wachsen, also so Living Dead Projekte, aber wir ungefähr so 75% der Projekte sind tatsächlich erfolgreich unterwegs. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, da sind natürlich auch die ganz jungen Projekte dabei, deren Erfolgsquote eigentlich ist in 3, 4, vielleicht 10 Jahren in der Biotechnologie erst herauskommt. Da muss man halt schauen, dass Erfolg wirklich Finanzierung ist. Hoppala. Ein paar Zahlen und wir haben in den letzten 10 Jahren bis heute 125 Geschäftsideen wirklich in dieser intensiven Phase betreut. Es waren über 1000 Geschäftsideen, über die wir diskutiert haben. Das sind ungefähr 750
Arbeitsplätze, die geschaffen wurden, eine erkleckliche Anzahl an Patenten, von denen ein Großteil auch erteilt wurde. Und wir haben in diese Projekte zusätzlich zu dem Geld, das die INITS den Teams gegeben hat, 36 Millionen Euro an zusätzlichen Förderungen. Das sind sowohl nationale Förderungen als auch regionale Förderungen wie die CIT oder die PACHA, AWS, FFG auf der nationalen Ebene und 114 Millionen Euro Privatkapital. Also das sind strategische Investoren, ein bisschen Business Angels, Venture Capital. Und hier jetzt ein paar Beispiele, ein paar sehr erfolgreiche Beispiele, weil über die Misserfolge redet man auch nicht so gerne. Eines unserer älteren Unternehmen ist die Treventus. Das ist ein Spin-off der Technischen Universität Wien. Was machen die? Die machen einen vollautomatischen Buchscanner. Das bedeutet, anstatt dass sie mit einem Buch zum Kopierer oder Scanner gehen und jede Seite umblättern und das verkehrt auf das Gerät drauflegen, legen sie das Buch in diesen Scanner rein und der blättert und scannt gleichzeitig vollautomatisch. Die haben 2007 den europäischen Informationskommunikationstechnologiepreis Europas gewonnen, den European ICT Grand Prize, und damit 200.000 Euro, die sie ebenfalls sehr gut ins Unternehmen investieren konnten. Was ist jetzt mit dem Team bei der INITS passiert, damit Sie eine bessere Vorstellung haben, was die Teams, was Gründerinnen wirklich von uns haben können? Zum einen, das gesamte Team wurde mit Hilfe der INITS aufgestellt. Es war nämlich ein TU-Professor, der gesagt hat, ich bin nicht Gründer. Ja, das ist nicht meine Welt, ich habe eine Familie zu ernähren, ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Aber man könnte Diplomarbeiten ausschreiben, spezifisch mit technischen Themen einerseits, Wirtschaftsingenieur-Themen sozusagen andererseits, und den Diplomanten auch die Aufgabe stellen, am Ende des Tages soll eine Unternehmensgründung dabei rausschauen. Also hat die INITS gemeinsam mit einem externen Personalexperten ein Assessment Center gemacht und haben ein Team von drei Studenten in dem Fall, drei Männer rekrutiert, die tatsächlich heute auch noch alle drei in dem Unternehmen arbeiten und die sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Und der Professor hat Minderheitenanteile an dem Unternehmen, weil er ja sozusagen der Ideengeber ist. Des Weiteren haben wir Kontakte aufgebaut zu strategischen Partnern, wie zum Beispiel bei der Festo. Da gehe ich dann gleich einen Schritt weiter. Die Festo hat nämlich das Unternehmen finanziell sozusagen unterstützt, indem sie ihnen kostenlos Bauteile für die Prototypentwicklung zur Verfügung gestellt haben. Zusätzlich zur INITS-Förderung haben wir dem Team geholfen, FFG-Förderungen aufzustellen. Das erste war eine Feasibility-Studie und dann ein klassisches FFG-Basisprogramm, Startup-Förderung. Know-how-seitig war eben das Thema, wer tut es im Unternehmen, wer ist wirklich operativ im Unternehmen tätig. Wir haben mit ihnen gemeinsam die Patentierungsstrategie entwickelt, in Abhängigkeit davon, was es da schon an Patenten draußen so gibt oder gab in der Welt. Eine Markenstrategie, da kann ich mich auch erinnern, dass eines der Themen in dem Fall im Markenbereich relativ unübliches Thema war, nämlich die Frage, wie verhindere ich denn, dass meine Marke zum generischen Wort wird? Das kommt relativ selten vor, weil dann eben nicht die Markenrechte verloren gehen. Das wäre Ihnen beim ScanRobot, das eine angemeldete Marke der Treventus ist, beinahe passiert, weil in der Szene, sozusagen in der Branche, die Leute nur mal von ScanRobotics geredet haben. Und wenn das dann passiert, dann ist plötzlich der Markenwert weg, weil Brot durch einen Bäcker ja auch nicht als Marke geschützt werden kann. Also das haben sie offensichtlich sehr gut gemacht. Wir haben regelmäßig in Surefix sind wir zusammengesessen, haben Strategien diskutiert, wo stehen wir jetzt, was ist in den nächsten Wochen zu tun und so weiter. Den Businessplan aufgebaut bei der Finanzplanung und eben auch beim Geldaufstellen und dann auch bei Personalentscheidungen sozusagen mit unterstützt.
In den Workshops war in dem Fall ein Riesenelement Business Basics, also so, was muss denn ein Gründer, eine Gründerin grundsätzlich wissen? Ja, das hat bei den Patenten begonnen, bei der Markenanmeldung begonnen, aber natürlich, wie mache ich eine Finanzplanung? Und dann beim Pitch Training zum Beispiel in der Vorbereitung für diesen ersten Festo-Termin. Und dann haben sie auch noch Verhandlungstraining genossen, um dann sagen, mit strategischen Partnern in Verhandlungen zu gehen. Das Treventus-Team ist nicht bei der Initz im Inkubator, im physischen Inkubator gewesen, sondern hat sich im Frequentis Gründerzentrum ein Büro gesichert. Von dort aus sie natürlich irgendwann einmal auch zu groß geworden sind und mittlerweile haben sie ihre eigenen Büroräumlichkeiten, weil sie einfach von der Mitarbeiteranzahl für den Inkubator zu groß gewesen wäre. Ein zweites Beispiel, ein bisschen eine andere Kategorie, in Kategorie Umwelttechnologien, Cleantech. Crystalsol ist ein Unternehmen, das 2011 einen weltweiten Innovationspreis gewonnen hat. Was ist bei Crystalsol passiert? Da geht es jetzt ein bisschen schneller durch. Ein wichtiges Element, das bei dem Team wirklich erfolgsentscheidend war, die Frage Zugang zu österreichischen Fördergeldern. Da haben wir extrem viel eingebracht und da waren wir auch sehr erfolgreich. Sie haben sowohl FFG zweimal sozusagen AWS Pre-Seed-Förderung, das waren damals noch 100.000 Euro, heute sind es 200.000 Euro, AWS Seed in der Höhe von 1 Million. Und dann sind sie natürlich weiter in Richtung, mittlerweile haben sie Privatkapital und eine Finanzierung von so um die 10 Millionen Euro in Summe sozusagen. In der Beratung war ebenfalls der Schutz des geistigen Eigentums ein Riesenthema, vor allem deshalb, weil ein Teil der Technologie im Ausland entwickelt worden ist und eigentlich von einer ausländischen Universität kommt. Finanzierungsstrategie und einfach auch diese Reflexion von außen, die Sie selber formuliert haben, was für Sie sehr wichtig war, sind eigentlich die zwei Gründer, zwei Unternehmensberater, die ja eigentlich wissen müssen, was sie tun, aber sie haben genau dieses Diskutieren über die eigene Meinung, das war ihnen extrem wertvoll. Bei Trainingsworkshops haben sie natürlich mehrere gemacht, in dem Fall habe ich jetzt nur das eine wichtige Element herausgepickt, nämlich beim Fundraising, dieses Pitch-Training, das vor allem auch in der Präsentation gegenüber den Förderungen für sie sehr interessant war. Und die sind am Anfang in unseren Büros, haben sie losgestartet und haben auch unseren IT-Support, also haben unsere gesamte IDEF-Infrastruktur stellen wir auch den Unternehmen zur Verfügung. Ein drittes sehr erfolgreiches Beispiel, ebenfalls 2011 einen europäischen Startup-Preis gewonnen, MySugar, was machen die? Die machen eine App für Diabetiker, um das unnötige tägliche Monitoren der eigenen Werte etwas lustvoller und spaßiger zu gestalten. Die haben unter über 400 Einreichungen den ersten Platz gewonnen. Ja, Einreichungen, das waren lauter Startups aus Europa, aus ganz Europa. Was ist mit MySugar passiert? Von den Kontakten her haben wir da zum Beispiel, und da ist mein persönliches Netzwerk aus der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie sehr, sehr zugute gekommen, Kontakt zu potenziellen Partnern im Bereich der pharmazeutischen Industrie aufgebaut. Was ihnen natürlich als Diabetes-Medizintechnik-Produkt extrem geholfen hat. Auch die Frage, was muss ich denn überhaupt alles tun, um ein Medizinprodukt zustande zu bringen und dort die Zulassung mir zu erarbeiten, waren Elemente und auch Kontakt zu potenziellen Investoren. Auf der Kapitalseite, zusätzlich zu dem Initz-Geld, haben wir, sie hatten vorher schon AWS Pre-Seed-Call, aber hinterher haben wir ihnen geholfen bei AWS Impulse, beim Deal mit einem Business Angel, der massiv Geld investiert hat in das Unternehmen. Und zuletzt, das war jetzt im letzten Herbst, AWS Seed Finanzierung, wo sie ebenfalls um so 700.000 Euro Zusage gekriegt haben. In der Beratung, Finanzierungsstrategie, regelmäßige Meetings, also das sind Elemente, die halt immer wieder kommen. Auch Schutz des geistigen Eigentums, in dem Fall halt ein bisschen komplizierter, weil es eigentlich eine App, eine Software ist, die jetzt in Europa zumindest von der Patentierung ausgeschlossen ist. Also da war einfach die Frage, was machen wir mit dem jetzt?
kann man das jetzt, soll man es patentieren, in USA könnte man es patentieren, wie könnte man sonst noch schützen und am Ende des Tages, aber natürlich auch die Elemente, Verträge mit Partnern sind auch eine gewisse Form von Schutz des geistigen Eigentums, damit andere einfach nicht mehr in diesen Markt reinkommen. Schutz war eben auch im Trainingsbereich dann natürlich ein Riesenthema. Und Office Space, die sind im Sektor 5 untergekommen, also waren weder bei der INITS direkt noch im Frequentis-Bereich. Ein Beispiel aus meinem Bereich, ebenfalls eines unserer erfolgreichen Unternehmen, die innerhalb von Europa unter den Biotechnologieunternehmen prämiert wurden, die machen Therapeutika gegen Entzündungskrankheiten. Hier noch ein paar weitere Beispiele von erfolgreichen Unternehmen, ja, bis hin zum Exit. Eines unserer ältesten Unternehmen, das Synactive, wurde verkauft an einen amerikanischen großes Unternehmen, einen großen Partner, wo sie auch jetzt noch beschäftigt sind. Die F-Star, die Marinomed, haben große Lizenzdeals mit pharmazeutischen Unternehmen gemacht, zig Preise, und das ist nur ein kleiner Teil von den Preisen, die unsere Unternehmen gewonnen haben. Ubimed ist unser größtes Unternehmen, das jetzt über 100 Mitarbeiter in der ganzen Welt hat, in 25 Ländern. Und von der Finanzierungsseite her sind es natürlich die Biotechnologieunternehmen, die, wenn sie erfolgreich sein, wirklich Millionen, Kapital in Millionenhöhe brauchen, massiv. Das ist unser Gemüsegarten, da ist wirklich alles dabei, von einem Botaniker, der Trüffel züchtet, über Programmierer, die Apps entwickeln, über Mediziner, die Medizintechnikprodukte machen, bis hin zu Meteorologen, die Europas größten privaten Wetterdienst anbieten, also das ist quer durch den Gemüsegarten und ein sehr bunt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist das Team, das dahinter steht, das mir dabei hilft, die Startups auch zu unterstützen, massiv zu unterstützen mit Zeit, mit Know-how, mit Kontakten. Das sind lauter Leute, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, mit IKT oder Biotechnologie-Erfahrung. Da sind auch Gründer von Unternehmen dabei, die von Gründungen kommen, die wir selbst in ihrer ersten Phase unterstützt haben. Da ist eine Person dabei, die selber 5 Jahre bei einem Venture-Kapital-Firma gearbeitet hat und unsere Teams beim Privatkapital-Fundraising unterstützt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, und wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne.